sprechen wir heute über einen Berg, der ebenfalls wieder viele Videos füllen könnte. Denn er ist historisch bedeutsam, alpinistisch besonders und einer der höchsten Berge der Welt. Was alles in der Vergangenheit und auch heute noch dort passiert, darum geht es heute bei Berge im Porträt, Nanga Parbat. Der Nanga Parbat zählt zu den höchsten Bergen der Welt. Mit seinen 8126 Metern Höhe ist er Teil der 14 Achttausender auf der Erde und belegt mit dem 9. Platz in dieser Liste das hintere Mittelfeld. Doch nicht nur die Höhe macht den Nanga Parbat interessant. Natürlich ist er mit über 8000 Metern jedenfalls einer der anspruchsvollsten Berge im Höhenbergsteigen, aber kaum jemand betrachtet den Nanga Parbat aufgrund seiner Höhe als große Herausforderung. Es ist vor allem die Schwierigkeit der einzelnen Wege. Doch schauen wir uns kurz an, wie wir Menschen, eigentlich den Nanga Parbat entdeckt haben. Schließlich steht er im westlichen Himalaya und dieser Teil des riesigen Gebirges blieb lange Zeit unentdeckt und vor allem uninteressant, was auch am Karakorum liegen mag. Denn dieses liegt nicht unweit entfernt, ebenfalls in der Region Pakistan-China. Hier gibt es nämlich die einzige große Verbindung zwischen dem Himalaya und dem Karakorum und genau diese Verbindung heißt Nanga Parbat. Und trotzdem gelang es den Briten früher oder später, genauer gesagt 1895, den Nanga Parbat zu entdecken und erstmals auch zu erkunden. 1895 war für die Welt der 8000er natürlich noch unfassbar früh. Klar, sie wurden in dieser Zeit durch die British East India Company umrundet beispielsweise. Sie wurden kartografiert und vermessen, aber besteigen wollte und konnte man sie damals eigentlich nicht. Sie waren in erster Linie nur gemessene und entdeckte Hindernisse in der geografischen Landschaft. Geändert hat das erstmals in der Geschichte der Bergsteiger Albert F. Mummery. Mummery kam aus bürgerlichem Hause, aus Dover in England. Der Vater Bürgermeister und Geschäftsmann erlaubte zwar wenig Freizeit für Mummery, aber die Abhängigkeit der Armee, wie es durch die Kolonien üblich war, war ihm finanziell eben auch nicht aufgebunden. Deshalb ging es für ihn neben den Alpen und dem Kaukasus eben auch mit seinen Kollegen in das Himalaya-Gebirge. Hier entdeckten sie mit dem Nanga Parbat die größte Spielwiese des Alpinismus. Ihr erster Versuch am Giganten fand an der Südwand, der Rupalwand, statt. Diese war in der reinen Schwierigkeit für diese Zeit absolut unmöglich zu meistern und das erkannten auch Mummery und seine Begleiter sehr schnell. Daher ging es für sie letztlich mit einer Überschreitung des Maceno-Pass in Richtung Diamirtal weiter. Denn aufgeben wollten sie nicht. Im Diamirtal versuchten sie es dann über den Rakhiot-Gletscher, dem Gipfel des Nanga Parbats, letztlich ein Stück näher zu kommen. Doch auf 6600 Metern verschwinden die Spuren und die drei Alpinisten wurden nie wieder gesehen. Die ersten Toten am Nanga Parbat schrieben sich damit in die Geschichtsbücher. Doch eine spektakuläre Nachricht war das nicht, denn es war keine militärische Mission, es war kein geplantes oder inszeniertes Abenteuer, es war einfach nur Bergsteigen unter Kollegen, jedoch im unfassbar großen Stil. Eine Herangehensweise, die sich bei späteren Versuchen radikal ändern würde. Denn nach dem Ersten Weltkrieg sollte sich das Bergsteigen im Himalaya besonders für eine Nation drastisch ändern. Durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg benötigte das Deutsche Reich einen Push. Es ging um Image, es ging um Propaganda und nicht zuletzt auch um Ehre. Somit sollten Expeditionen künftig als militärische Missionen angelegt werden, um Risiken zu minimieren und den klassischen deutschen Weg der Planung und Ausführung von Befehlen zu folgen. Das Deutsche Reich hatte nur ein großes Problem. Sie hatten keinen Zugriff zum Hauptteil des Himalaya-Gebirges, da dieses von den Briten großteils besetzt war. So musste also ein neuer Berg her, der dennoch als großer Erfolg gefeiert werden könnte. Die Wahl fiel auf den Nanga Parbat. Denn er steht eben nicht mehr ganz im Himalaya, beziehungsweise eben nicht mehr im damaligen Einzugsgebiet der Briten. Außerdem war er über 8000 Meter hoch, was einer Rettung von Stolz und Ehre scheinbar genügen sollte. Doch Planung, Befehl und Gehorsam sollten hier nichts bringen. Gestartet haben die deutschen Missionen im Jahr 1932 mit Willy Merkel, einem fähigen Ingenieur und bekannten Bergsteiger, der die erste Expedition auf den Nanga Parbat anführen sollte. Nachdem dieser jedoch scheiterte, zog er mit seiner Expedition 1934 erneut zum Berg. Die Listen der Teilnehmer waren bei diesen Expeditionen wahrlich endlos lang. Reinhold Messner zeigt in manchen Büchern die Tagebücher und Kameraaufnahmen der Expeditionen, welche Menschenmassen ohne Ende zeigen. Doch die Mannstärke allein reichte nicht. 1934 kamen auf einer Höhe von 7895 Metern
die Bergsteiger Willy Merkel als Expeditionsleiter, Alfred Drechsel, Willow Welzenbach, Uli Wieland und unzählige Sherpas ums Leben. Dieses Drama, dieses erste Drama, war für das Deutsche Reich Anlass, es nun wirklich persönlich zu nehmen. Die Nationalsozialisten waren zu dieser Zeit bereits auf dem Vormarsch und nutzten diese Tragödie für ihre eigene Ideologie. Der Nanga Parbat wurde also zum sogenannten Schicksalsberg der Deutschen ernannt. Doch auch die Nationalsozialisten sollten an der Schwierigkeit nichts ändern können. Denn bereits 3 Jahre später, 1937, sollten sich die Deutschen erneut am Nanga Parbat probieren und erneut sollte es ein Drama geben. Denn obgleich der Kenntnisse bezüglich der altbekannten Route, erfasste eine Lawine die Bergsteiger Wien, Sepp, Hamann, Fanghauser, Müllritter, Gottner, Pfeffer und 9 Träger. Die 4. Expedition der Deutschen widmete sich der Rettung und Bergung der 1937 Verunglückten, bei der wertvolle Tagebücher und Notizen letztlich sichergestellt werden sollten. Die 5. Expedition verlief vollkommen erfolglos, jedoch fand man die verschollenen Leichen von Willy Merkel und dem Sherpa Guy Lai. Guy Lai blieb den Spuren zufolge bis zu seinem Tod bei Willy Merkel, um ihn nicht im Stich zu lassen. Ein Zeichen für ein wahrhaft großes Herz im doch so ehrgeizigen Alpinismus. Der Zweite Weltkrieg führte zu einem Stillstand des Höhenbergsteigens im Himalaya-Gebiet. Die Mächte waren anderweitig beschäftigt, territoriale Abgrenzungen wurden deutlich stärker bewacht und verteidigt, viele unklare Grenzlinien einzelner Streitmächte machten das Reisen und Erkunden unmöglich und auch nutzlos für die Deutschen. Dennoch behielten die Deutschen auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den Nanga Parbat in den Augen. Er galt immer noch als der Schicksalsberg der Deutschen. Und die Mission der Erstbesteigung blieb immer noch die gleiche. Es betritt die Bühne Karl Maria Herlikofer. Herlikofer war der Halbbruder von Willy Merkel und damit ein Teil des nationalen Vorhabens. Mehr oder weniger. Denn Herlikofer war kein Alpinist. Er hatte mit Bergsteigen weniger am Hut, als vielmehr mit der entsprechenden Literatur, Erzählungen und einfachen Abenteuern. Er war ein typischer Entdecker und vor allem war er ein guter Organisator. Als Arzt war er außerdem auch wohl situiert und gut vernetzt, unter anderem auch in der High Society. Seine größte Stärke war es also letztlich, auch Kontakte zu pflegen und Geld für Expeditionen zu akquirieren. Doch Herlikofer hatte einen großen Geltungsdrang. Im Mittelpunkt einer Expedition zu stehen, sollte stets sein oberstes Ziel sein. Das ist eine Behauptung zugegeben, doch stützen lässt sich diese Annahme vor allem durch sein Auftreten. Denn Herlikofer holte sich Unterschriften vor jeder Reise ein, dass sämtliche Erlebnisse einzig und allein von ihm in Büchern, Vorträgen und Co. verwertet werden dürfen. Außerdem herrschte bei seinen Expeditionen eine strenge Hierarchie. Er war der Chef, er hatte das letzte Wort. Alles und jeder hatte sich seinen Befehlen zu beugen. Ein Stil, der weniger mit bergsteigerischer Kollegialität zu tun hat, als vielmehr mit einer militärischen Mission, die an den Stil einer bestimmten deutschen Großmacht wenige Jahre zuvor erinnern würde. Natürlich, Zusammenhänge oder gar Sympathien zum NS-Regime konnte man Herlikofer nie einwandfrei nachweisen. Auch Zugeständnisse seinerseits gab es nicht. Über die Kriegszeit gibt es keine öffentlichen Aufzeichnungen zu seiner Gesinnung. Doch Filme, Berichte und Co. sprechen hier dennoch eine ganz eindeutige Sprache. Herlikofer leitete jedenfalls die Willy Merkel Gedächtnisexpedition. Er wollte nicht, dass sein Halbbruder umsonst sterben musste. Er wollte, dass der Nanga Parbat letztlich tatsächlich als deutscher Berg in die Geschichtsbücher eingeht und die ganzen Dramen einen Sinn haben. Bei dieser Expedition war unter anderem ein ganz wichtiger Mann im Boot. Der Tiroler Hermann Buhl. Über ihn gibt es übrigens bereits schon eine Episode Legenden im Porträt, da oben. Hatte als enorm begabter Extrembergsteiger alle Qualifikationen für eine Erstbesteigung des Nanga Parbats. Doch Karl Maria Herlikofer und er kamen letztlich nicht gut miteinander zurecht. Während die Deutschen und Herlikofer eine gewisse Einigkeit über den Expeditionsstil und militärisch angehauchten Ablauf schufen, hielt der Tiroler nichts von diesem aufgeblähten und logistischen Wahnsinn. Er war sich sicher, dass der Nanga Parbat genauso bestiegen werden kann wie die Berge in den Westalpen. Diese Spannungen zeigten sich letztlich auch in den verschiedenen Lagern am Berg, was in einer beachtlichen Konsequenz mündete. Buhl zog vom letzten Hochlager allein los. Er wehrte sich gegen sämtliche Vorgaben und Pläne und entschied Dinge, die nicht mit der Expeditionsleitung Herlikofer abgesprochen waren. Und für Herlikofer wohl das Schlimmste und Beste zugleich, Hermann Buhl hatte Erfolg. Am 3. Juli 1953 galt der Nanga Parbat als erstbestiegen. Hermann Buhl schrieb sich damit auch in die Geschichtsbücher des Himalaya-Alpinismus ein, drehte Herlikofer und vor allem dem aufwendigen Expeditionsbergsteigen per se eine lange Nase und wurde für seinen Erfolg lange und ausführlich
auch in der Heimat gefeiert. Nur einem gefiel das ganz und gar nicht, Karl Maria Herrlikofer. Denn schnell wurde bekannt, der Nanga Parbat wurde nicht wegen Herrlikofer bestiegen, sondern trotz Herrlikofer. Der deutsche Schicksalsberg wurde besiegt, aber nicht vom besessenen Herrlikofer, sondern von einem Österreicher. Eine Schmach, die so schwer zu ertragen war, dass die gesamte Expedition Buhl seinen Erfolg nicht hoch anrechnete, sondern nur widerwillig zur Kenntnis nahm. Für Hermann Buhl war das jedoch egal. Schließlich ging es ihm tatsächlich nur um den Berg und nicht um verrückte Ideologien. Der Nanga Parbat wurde also erst bestiegen. 31 Menschen sind bis zu diesem Tag bei Expeditionen am Nanga Parbat gestorben. Nur eine Person stand oben. Bis dato der mit Abstand kostspieligste und tödlichste Berg der Welt. Doch was passierte dann? Das erfahrt ihr nächste Woche im zweiten Teil zum Nanga Parbat, dem Schicksalsberg der Deutschen. Also abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch nächsten Donnerstag dabei seid, wenn die Geschichte des Nanga Parbats in die zweite Halbzeit geht. Wir werden sehen, wer sich am Nanga Parbat noch so versuchte, welche Routen dieser Berg auszeichnet, wieso er einer der gefährlichsten Berge der Welt ist und was ihn am Ende des Tages zu einem ideologisch unglaublich verzwickten Berg gemacht hat. Wenn euch die Serie Berge im Porträt gefällt, gerne einen Daumen nach oben geben und gerne auch das Projekt Alpen Academy unterstützen. Unter diesem Link hier findet ihr alle Informationen dazu. Ein kleiner Kaffee reicht mir in der Regel schon vollkommen aus. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil!